So, ein kleines bisschen noch. Wir schauen uns mal an, was da weiter rechts war. Bist du ein Trainer? Hechelkeuch, endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer, als ich annahm. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden. Eine Gingisbeere. Meine Lieblingsbeeren. Gibt's hier nur Radfratz und so ein Scheiß? Ja, scheinbar schon. Gibt nur Rotz. So. Gibt's hier eine Arena? Erstmal, was sagen denn die Herrschaften hier drin? Weißt du über Arikokos, Aprikokos Bescheid? Brich eine auf, höhle sie aus und verbinde sie mit einer speziellen Vorrichtung. Dann kannst du Pokémon damit fangen. Vor der Erfindung von Pokébällen hat jeder Aprikokos verwendet. Okay. Auf Bills PC können bis zu 20 Pokémon pro Box gelagert werden. Beherrschen deine Pokémon VM-Attacken? Diese Attacken können auch eingesetzt werden, wenn ein Pokémon besiegt worden ist. Erstmal gucken wir mal auf das Itemsystem, was unsere Mutter da so reingemacht hat. Briefkasten. Okay. Ein Supertrank. Schön. Bis zum nächsten Mal, Pokémon Freak. Da ist die Arena. Aber wir hören uns mal um, was es hier noch so für Infos gibt. Wer bist du? Nico, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal. Ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Phlegmon ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen Lektionen erteilen. Halte durch, Phlegmon. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Hier kommt Kurt. Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Tschüss. Steineichenwald. Eintritt durch das Tor. Hast du schon mal eine Phlegmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Du bist doch bestimmt so ein Team Rocket-Wichser. Ey, bist du gekommen, um Kurt zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Alle Phlegmon sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron dieses Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser, wir bleiben zu Hause. Wo sind nur all die Phlegmon her? Die irgendwo zu spielen? Ich musste gerade gähnen. Qua. Vorsicht, verlaufe dich nicht. Der Steineichenwald ist groß. Der Wald wird von seinem Schutz Der Wald wird von seinem Schutzpatron bewacht. Mach keine Dummheiten. Ein Paras. Alter, kannst du mal aufhören, alle Pokémon mit einem Schlag zu töten? Ein Enton. Wir brauchen ein Pokémon mit einer schwachen Attacke. Ja, das geht leider nur mit dir irgendwie. Naja, erstmal einen Ball werfen. Vielleicht wird es so gefangen. Nein. Dann mach erstmal einen Tackle. Okay. Nein, ich noch nicht nochmal. Oh Gott. Oh, das war knapp. Oh Gott, war das knapp. Und es wird nur erst, Alter.
Alter, komm in den Ball, du Scheißdüngen. Na also. Anton wurde gefangen. Es kann seine Psychokräfte nur einsetzen, wenn seine schlafenden Gehirnzellen zufällig aufwachen. Oh. Ach, Duck. Nein, halt. Donald. Donald ist gut. Wegen Donald Trump und so. Weil seine Gehirnzellen auch schlafen. Ein Blutzock. Wurde gefangen. Die kleinen Käfer, die es frisst, sind nachtaktiv. Daher schläft es in einem Baum, bis es dunkel wird. Okay. Blutzucker. Was ist denn Blutzucker? Cholesterin. Passt nicht. Vlad. Wegen Vampir und sowas. Ach. Was ich mir so für Namen ausdenke, das ist manchmal echt nicht ersichtlich. Die Namen kommen einfach zu mir und dann fallen sie mir ein und dann denke ich mir so, Ein Myrabla. Come on, bitch. Come on, bitch. Come on, bitch. Letzter Ball. Du scheiß Arsch, Alter. Stirb einfach. Ich brauche mehr Bälle. Und bessere Attacken, um Pokémon zu fangen. Kam ich nicht von hier? Ja, ich hab Mond. Und ich habe Mond auch durchgespielt. Ich bin ein richtiger Mond-Profi. Nein, bin ich nicht. Holzkohle. Scheinbar, irgendwie bin ich im Kreis gelaufen, habt ihr gemerkt, ne? Na dann nochmal durch den Wald. Steineichenwald. Da, 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 da. So, jetzt Myrabla, pass auf. Einmal Tackle bitte. Ja. Und jetzt ein Pokéball. Bling. Hilf den Phlegmons. Ich helfe doch den Phlegmons. Siehst du nicht, wie ich den Phlegmons helfe? Ich gehe jetzt durch den Wald. Tagsüber versteckt es sich in der kalten Erde, um die Sonne zu meiden. Es wächst im Mondschein. Karotte. Welche Edition ist das? Kristall. Na gut, wir müssen scheinbar wirklich erstmal den Phlegmons helfen. Wir kommen hier nicht weiter. Aber ich habe ein paar Pokémon gefangen. Das ist gut. Von daher bin ich zufrieden. Denn wir brauchen scheinbar erst Zerschneider, bis wir hier durchkommen können. Und den Zerschneider kriegen wir garantiert in der Arena. Garantiert. Das garantiere ich euch jetzt schon. Level 13.
So, den Phlegmons helfen. Vor allem sowas Perverses, den Phlegmons einfach die Route abzuschneiden. Hey, jetzt kann ich hier rein. Der Phlegmon-Brunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gähnen eines Phlegmons Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Gähnen eines Phlegmons vor 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Hallo Nico, die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist! Wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ach, mir ist nicht mehr zu helfen. Nico, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Ja, Sir! Ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Rocket Rüpel schickt. Radfatz. Los, Patrick. Ja, vor allem, ne? Oh, ich bin auf den Rücken gefallen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Schlafpuder. Ja, Mann. Das ist gut. Wachstum hat's vergessen. Wir sollen aufhören, den Phlegmon ihre Routen abzutrennen? Ha, versuch uns doch alle zu besiegen. Ja. Yeah. Was ist denn das für ein Viech, ein Phlegmon vielleicht? Trank ist eine gute Idee. Blip. Wir sollen aufhören, den Phlegmon eher Routen abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Ich hasse Verwirrung. Wisst ihr, warum ich Verwirrung hasse? Wegen solcher Scheiße. Du bist zu stark. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa und das Phlegmon. Danke, Papa. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Lass die Phlegmons frei! Habe ich zufällig ein Gegengift? Ja, die Kämpfe rushe ich ein bisschen durch. Sorry, aber ich bin echt extrem ungeduldig bei den Kämpfen, weil die Animationen so lange dauern. Weiter so, Nico. Team Rocket ist abgehauen. Meinem Rücken geht's auch schon besser. Ach, jetzt plötzlich geht's deinem Rücken besser, ja? Lass uns gehen. Hi, Nico. Du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre für einen Trainer wie dich, Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe. Aber du nimm es. Köderball. Ich mache Bälle aus Aprikokos.
pflücke sie von Bäumen und bringe sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikofu für mich? Schön. Ich werde einen Ball daraus machen. Ich werde einen Tag brauchen, um einen Ball zu machen. Komm später wieder. Jo, jetzt können wir die Arena theoretisch in Angriff nehmen. Glaube ich. Vor allem, wenn man sich den Rücken bricht, kann man sich doch gar nicht mehr bewegen. Dann ist man doch gelähmt, oder nicht? Jo, Herausforderer. Kai ist zwar jung, aber sein Wissen über Käfer-Pokémon ist unübertrefflich. Ohne meine Tipps wird der Kampf für dich sehr hart. Mal sehen. Käfer-Pokémon mögen kein Feuer. Auch Flugattacken sind sehr effektiv. Du möchtest zum Leiter? Erst sind wir dran. Wie süß. Ich gehe mal TV schauen. Viel Spaß noch. Jo, dir viel Spaß beim TV schauen. Um Himmels Willen. Käfer-Pokémon sind cool und tough. Ich beweise es dir. Ach stimmt, ist das Sad Smiley. Ich schaue es mir gleich im Pokédex an, warte. Ich habe keinen Weberak im Pokédex. Wie kann das denn sein? Da. Tatsächlich. Sad Smiley. Jetzt kann ich's nicht mehr. Jetzt sehe ich es immer. Immer wenn ich jetzt einen Weberak sehe, dann muss ich diesen Smiley sehen. Du hast die Fleckmons gerettet? Oh Mann, bist du stark. Aber meine ausgewachsenen Pokémon sind auch sehr stark. Ich will auch ein Weberak sein. Also ich will ein Weberak sein. Das auch habe ich mir dazu gedichtet. Du kannst gerne ein Weberak sein, wenn ich mir eins fange. Ist die Frage. Wann ist die Frage? Wann? Ach Bibi, mit dir ist es einfach ein Spaziergang. Mit deinen Flugattacken bist du einfach viel zu gut. Yeah. Ach ja, das ist voll cool. Ist die Entwicklung. Ey, Bibi entwickelt sich. Apropos Entwicklung. Dein Bibi wurde zu Tauboga. Hallo Kai. Ich bin Kai, ich verliere nie, wenn es um Käfer-Pokémon geht. Meine Forschungen machen mich zu einer Autorität auf diesem Gebiet. Lass mich demonstrieren, was ich gelernt habe. Safcon. Das wird mir nichts anhaben können. Ein Kokuna, auch das kann mir nichts anhaben. Ja.
Rush B, Alter, Rush B. Ariados ist ganz okay. Und ein Sichlor. Hey, das habe ich in Pokémon Go. Hallo Phil, abonnier mich. Erstaunlich! Du bist ein wahrer Pokémon-Experte. Meine Forschungen sind noch nicht abgeschlossen. Okay, du gewinnst. Nimm diesen Orden. Spielst du auch Pokémon Sonne und Mond? Ich spiele Pokémon Mond, aber nicht auf meinem Kanal. Weil ich auf diesem Kanal keinen 3DS-Emulator habe. Können es der Schneider auch außerhalb des Kampfes anwenden. Jetzt fehlt mir bloß noch die VM. Warum soll ich direkt abonnieren? Phil, pass auf. Wir können das hier ganz einfach machen. Du abonnierst mich. Ich streame. Keine Schmerzen, okay? Dann gibt es noch Option B. Du abonnierst mich nicht. Ich komme zu dir nach Hause. Amputiere deine Daumen mit einer Kneifzange. Das tut weh. Oder Option C. Ich komme zu dir nach Hause. Und während du schläfst, klaue ich sämtliche linke Socken, die du hast. Sodass du nur noch eine Socke hast. Und dann wird der Rest deines Lebens eine Hölle sein. Also du kannst es dir einfach machen und nicht abonnieren oder du machst es dir schwer und gehst durch eine qualvolle, durch ein qualvolles Leben ohne Socken. Weil mir fällt gerade ein, dass ich gar keine Kneifzange habe, also kann ich dir die Daumen nicht amputieren. Also, und Steven DZ kannst du auch abonnieren, weil er spielt auch Pokémon. Also er spielt diese Randomizer-Sache da, die alle so cool finden. Nach der ich auch schon gefragt wurde. Ja, an sich war es das aber auch schon. Dann kann ich auch die Polizei rufen. Ich bin die Polizei. Ich bin immun. Immun! Wo bekomme ich denn jetzt meine VM her? Hi. Ich muss Opa... Steven macht Eigenwerbung. Nein, ist okay. Abonnier Steven. Und mich auch. Vor allem, der Grund, warum du mich abonnieren solltest, ist, es ist kostenlos.